Ein Skandal erschüttert Bayern. So bricht jetzt die Koalition von CSU und Freien Wählern in Bayern an einem Flugblatt aus den 80ern. Kennt ihr diesen Mann? Das ist Hubert Aiwanger, der Chef der Freien Wähler in Bayern und Koalitionspartner von Markus Söder. So als 17-Jähriger mehrere Schriftstücke mit dem Titel Wer ist der größte Vaterlandsverräter? Mit in die Schule genommen haben. Inhaltlich krass antisemitisch und menschenverachtend. Aiwanger wurde jetzt von Söder einbestellt und der Kanzler fordert Aufklärung. Öffentlich gab Aiwangers Bruder zu, Autor der Schrift zu sein. Allerdings nicht sofort. Aiwanger habe ihn damals nur gedeckt. Allerdings kann er sich nicht daran erinnern, ob er es aktiv verteilt hätte. Also Aiwanger. Also ein Nein auf die Frage, hast du es verteilt, klingt anders. Auch andere Fragen blieben unbeantwortet. In Bayern scheint gerade jeder die Luft anzuhalten. Der Zeitpunkt ist nämlich wirklich kritisch. Im Oktober wählt Bayern einen neuen Landtag. Die aktuelle Regierungsbildung war nur durch das Bündnis zwischen CSU und den Freien Wählern möglich. In den Umfragen standen die zuletzt bei 12%. Durch diesen Skandal könnte eine Neuauflage der Koalition gefährdet sein. Wir werden es bald wissen, wie es weitergeht. Denn